Der Zwist der Eris. Gab 10 Kapitel, oder? Waren es 10 oder waren es 12? Weiß gerade nicht mehr. Ich muss etwas gestehen. Ja? Ich hab dir erzählt, ich hätte eine Familie, aber das stimmt nicht. Das war eine Lüge. Ich bin ein Lügner, Rose. Es tut mir leid. Schon okay, Aubrey. Ach ja. Ich bin froh, das zu hören, denn ich fürchte, du hast noch einiges vor dir, um auf meine Seite der Maschinenhalle zu gelangen. Natürlich habe ich das. Was für eine Überraschung. Wo muss ich lang? Geh in die Maschinenhalle vor Ort. Du musst deinen Weg auf die andere Seite der... Scheiße! Die Stromkupplungen, Danny! Hey, Rose, ich muss mich mal eben kümmern. Moment, bin im Handumdrehen zurück. Mach bloß nicht. Was nicht machen? Aubrey? Aubrey! Na toll. Genau das machen wir jetzt. Gehen Sie durch die Maschinenhalle vor Ort und auf die andere Seite. Okay. Rennen war leider hier, ne? Und alles, sonst kann ich ja nichts, außer ein bisschen hüpfen und das war's. Ein bisschen zoomen. Hier kann ich gucken. Collectibles. Aber nichts anderes. Alles klar. Mach bloß nichts Dummes, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich darauf hören werde. Wir werden garantiert irgendwas Dummes machen. Okay, dem geht's nicht mehr gut. Was kann ich hier tun? Hier geht's wohl weiter, ha? Huh? Okay, gibt es sonst keinen Weg? Was für ein Massaker. Es ist ein bisschen duster hier, ne? Aber ich will's ja nur gemeint haben. Ich mache mal wieder ein bisschen bei mir lauter. Werd's bestimmt gleich bereuen. Aber... okay. Ich sehe hier nichts. Da geht's auch nicht weiter. Alles klar. Etwas Schlaues steht nicht zur Auswahl. Richtig. Okay. Tja, die können mir auch nicht weiterhelfen. Ludwig ging das letzte Mal in Flammen auf. Mhm. Ich würde mich aber irgendwie nicht wundern, wenn er trotzdem nochmal kommt. Wieso ist jetzt rot? Bei dem war es noch grün. Okay. Soll ich das persönlich nehmen, oder? Nö, alles gut. Ich bin's nicht. Okay, es ist Stromprobleme. Kein Ding. Alles gut. Ja, macht das irgendeinen Unterschied, außer dass es dunkler wird? Bin mir nicht so sicher. You are here. Ganz da hinten sind wir jetzt. Okay. Machine Hall. Oh, die wichtigste Elektronik funktioniert ja noch. Notstrom. Boah, ist aber schon nervig, wenn es so duster ist. Warum gibt es denn hier nirgendwo eine Lampe? Junge. Ich sehe nix. Na gut. Auto spielt am Strom. Ja, oder sein toter Freund, ne? Dem gibt er bestimmt wieder die Schuld. Ey, der leuchtet. Dem gehe ich nach. Okay, einladen. Ich gucke mich aber erst noch um. Geht die Brücke jetzt zurück? Nee, gut. Moin. Okay, schätze, hier geht's nicht weiter. Da oben brutzelt's schon wieder. Das finde ich nicht gut. Brutzelt es auch, wenn... ja, es brutzelt... nee, es brutzelt nicht. Wenn der Strom aus ist. Das heißt, ich könnte da schnell durchflitzen. Ja, dann macht es langsam Sinn hier. Ist nur die Frage, ob ich da hin soll.
Oder erstmal über die Brücke, ne? Irgendwie wirkt die Brücke fast schon optional jetzt. Weiß nicht. Aber vielleicht muss ich da oben auch nur was einstellen und dann zur Brücke. Ach, immer diese Qual der Wahl. Ich denke, ich gehe mal hoch. So, ich hoffe, das Putzeln fängt nicht direkt hier an. Ja, das ist gut. Ich muss erst mal gucken, wo ich überhaupt... Ah ja, wahrscheinlich einfach da durchrennen, ne? Wow, das ging aber schnell jetzt. Einfach durchrennen an der Stelle. Wenn's weg ist. Ja, da geht nicht. Okay. So, da hinten... Na, ich geh mal weiter. Rose? Aubrey, kannst du etwas gegen die Stromausfälle tun? Ich dachte, du überwachst diesen Bereich. Es gibt da ein kleines Problemchen mit der großen elektromagnetischen Verteilerspule. Sie scheint zu pulsieren. Das sagt mir gar nichts, Aubrey. Drück dich einfacher aus. Ach, Rosie, wir generieren den Strom aus der Zeit. Dieser Scheiß ist kompliziert, okay? Versuch einfach weiterzukommen und stirb nicht. Nicht sterben. Oh, großartiger Plan, Aubrey. Deine beste Arbeit bislang. Hörst du das, Benny? Rose wird zickig. Oh Mann. Jetzt glaube ich doch, dass es hier weitergeht, ne? Wollen wir nochmal zurückgehen und... Was ist denn jetzt mit der Brücke, die ich ignoriert habe? Ich gehe mal ganz schnell gucken. Aber ach, dem Spiel gibt es ja eh nichts, außer diese Collectibles. Da gibt es ja nichts Wichtiges zu finden eigentlich. Bisher. Aber ich will's wissen. Ist ja eigentlich gut, dass der Strom nur so funktioniert. Wenn er nämlich konstant wäre, würde ich da niemals drüber kommen. Schon mal daran gedacht, Rose. So. Gucken wir ganz schnell, was da hinten ist. Wenn ich es wiederfinde. Nee, das war hier. So. Das ist optional, oder was? Schauen wir mal. Beide Beine haben Schrammen, echt? Mal drauf achten, aber ja, kein Wunder, ne? Nach dem, was hier alles schon passiert ist mit ihr. Oh komm, hier muss auch noch ein bisschen mehr sein. Da. Ja, was habe ich anderes erwartet, ne? Wartungsbericht Nummer 2318. Okay, das könnte vielleicht auch interessant sein. Prüfungsurteil durchgefallen. Anmerkung des Kontrolleurs. Wie diese Stromkupplungen noch funktionieren können, ist mir ein Rätsel. Schauen Sie sich das selbst an. Das Einzige, was sie noch zusammenhält, ist Rost und Staub. Und das ist nicht der gruseligste Teil. Wissen Sie, was passiert, wenn die Teile versagen? Erstens würde das D12-Panel überladen, sodass der automatische Druckausgleich keine aktualisierten Werte mehr erhält. Normalerweise würde dies dazu führen, dass der Hitzeschutzschalter auslöst und eine Eskalation der Situation verhindert. Da jedoch der Hitzeschutzschalter komplett fehlt, wird das hier nicht passieren. Das Ergebnis wäre ein massiver Druckaufbau in den Entlastungsbehältern, zu dem eine Grad C-Plus-Explosion führen würde, bei der die 4 bis 10 Opfern je nach Schicht zu rechnen wäre. Wenn Sie mit Menschenleben spielen wollen, haben Sie zumindest einen Anstand, dies offen zu sagen, Arschlöcher. Aubrey King, Technologieabteilung, Unterabteilung Wartungsarbeit. Na, das ist von Aubrey geschrieben worden. Okay. Also, dem Bericht zufolge... War ein vernünftiger Kerl anscheinend, aber er konnte halt nicht viel ausrichten gegen den Wahnsinn, der hier mitspielt, ne? Schon wieder so ein Symbol? Okay. Aber das war doch ein guter Abstecher hier. Das nimmt man doch noch mit.
So, aber ich muss wahrscheinlich da hinten hin. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und haben unseren Spaß. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt links rumgehe, das macht keinen Unterschied, oder? Bei dem Blitzdings. Also hier rum. Sieht irgendwie länger aus. Ich mach's lieber von hier. Das traue ich mir mehr zu. Moment, Moment, Moment. Und... Geh dahin, wo all diese Symbole waren. Fürs Good Ending. Oh, bitte nicht. Imagine, so Kapitel 10, so ein reines Backtracking, aber alle Symbole dabei finden. Das wäre brutal. Beziehungsweise so ein Backtracking, weil alles hier in die Luft fliegt, aber dann noch mit Zeitdruck entkommen und noch gleichzeitig die Symbole finden. Ich nehme freiwillig das Bad Ending. So. Okay, was geht hier ab? Alles dort. Ich sehe nix. Okay. Die Dunkelheit spielt ganz übel mit hier. Aber ich glaube, das ist okay. Ja, gut. Läuft für uns. Jetzt ist es überhaupt nicht mehr hell. Ist ja furchtbar. Ah, das ist... Ach so. Das eben war hell. Okay, okay. Yo. Das hier ein Briefing oder was? Okay, ich gehe gleich hin. Ich wollte mich dahin lotsen, ich merke das schon. Aber ich will erst an den Knöpfchen spielen. Oh oh. Ist das jetzt schlimm? Geht nicht nochmal. Was habe ich getan? Jetzt bin ich von da auf der anderen Seite. Habe ich da hinten jetzt irgendwas verändert? Da. Bin mir nicht sicher, aber ist mir wurscht. Ich gehe weiter. Es gibt nur ein Ending. Ja, dann an. Habe Feuer gemacht. Bin ich ein bisschen heller. Ich habe gedacht, das ist zu hier. Nice. Okay. Danger. Warum bin ich hier? Wir warten mal ab. Das ist gut. Fliegt mir jetzt alles in die Luft? Bleibt der Strom jetzt an? Ne, bleibt er nicht. Shit. Mal gucken, ob er nochmal frei... Jetzt muss ich wieder... Okay, ich muss in der Zwischenzeit was machen. Aber was? Vielleicht muss ich mich beeilen, brauche oben Strom. Das könnte ich mir gut vorstellen. Okay, wir probieren das einfach mal. Ich glaube, ich habe zu lange gewartet. Das geht sich ja gar nicht aus, oder? Bis ich oben bin, ist das Ding doch wieder aus. Naja. Selbst wenn ich jetzt schnell gewesen wäre.
Vielleicht muss ich was vor Ort machen. Was ist hier oben überhaupt? Vielleicht wäre die Brücke da, wenn ich schnell genug wäre. Ich guck mir das nochmal an. Ah, nicht runterfahren, bitte. Ich muss da irgendwas machen, wenn der Strom an ist. So. Ach, hier muss ich wahrscheinlich was machen. Okay. Das kriege ich hin. Oh, habe ich jetzt wieder... Ne, okay, läuft. Go. Ne. Was? Ah, ne, du bist nicht an, du bist nicht an. Ich hab doch versehentlich zweimal gedrückt. Moment. Go. Ja, man sieht's ja eigentlich auch am Kabel, ne? Da ist noch eins. Okay, go. Ey, die Brücke kam schon ein bisschen. Und ich glaube, oben ist sie jetzt da, oder? Oben ist sie da. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Ah. Sorry, wurde ein bisschen später. Kann ich helfen? Hallo. Ach. Dann sind sie wieder weg. Okay, was klappert denn hier jetzt so? Das nervt. Burning Ludwig. Ey, garantiert, der kommt nochmal safe, oder? So richtig Event Horizon-mäßig kommt er nochmal so richtig halb verbrannt und ohne Augen kommt er zurück. Das sehe ich jetzt schon. Ich sehe nichts, aber ich weiß nicht, ob ich da runter sollte. Besser nicht, oder? Ich glaube, ich nehme... Also, ja doch, runter sollte ich schon, aber vielleicht nehme ich die Leiter besser. Komm. So, was geht hier ab? Schon wieder Strom. Cool. Gar kein Bock. Hui. Da komme ich auch hin. Naja, hier... Geht ja nix. Da will ich auch gar nicht hin. Bin ja schon hier drüben. Was war das? Ach ey. Das fliegende Icon greift wieder an. Okay, also. Oder ich schaue es mal hier drüben. Aber ich glaube, da ist nichts. Nö. Oh, okay, da drüber und die Treppe hoch, ne? Okay. Das muss schnell gehen. Wer hätte es gedacht? Das alles ist mir lieber wie so ein Ludwig. Okay, go! Go! Okay. Rose, bist du da? Rose? Ja, ich bin noch da, Aubrey. Ich hab's durch die Maschinenhalle geschafft. Was jetzt? Vor dir befindet sich die Steuerung für die Hydraulik und den Druck. Die Verteilerspule bringt die Lagertanks zum Kochen. Du musst also den Druck reduzieren, um die Sicherheitstüren öffnen zu können. Such die Druckventile, Rose. Wenn du daran drehst, sollte sich der Druck verringern. Okay. Ventile finden und Druck verringern. Verstanden. Du machst das toll, Rose. Du bist fast hier. Aha. Okay. Bin gleich wieder da. Das klingt nach so einem typischen Ressi-Rätsel. Na, mal schauen. Jetzt. Okay, ich muss wohl ein bisschen Druck abbauen. Ja.
Wahrscheinlich hier, ne? Verringern Sie... Oh. Sorry. Erstmal gucken, wo der hinlatscht. Na toll, danke für nichts. Erstmal umschauen. Komm. Erstmal schön umschauen hier. Ach nee, die Ventile sind komplett verteilt, ne? So, wir drehen das aber auch in den roten Bereich. Welcher Mitarbeiter dreht das in den roten Bereich, jetzt mal ehrlich? Das muss doch eindeutig ins Grüne. Ja gut, dann... Ich dachte, das ist so ein Ressi-Rätsel. Ich drehe an dem einen, dann geht es bei dem anderen hoch, bei dem anderen runter. Muss man die richtige Reihenfolge finden. Sowas wollte ich. Und nicht das Ding. Das ist mir viel zu kloppig. Ah ja. Warte mal. Kann ich das wirklich nur hin und her drehen oder ich das mal so bleibe? Ich bleib mal stehen. Anscheinend kann ich es wirklich nur hin und her drehen. Na gut. Besser wie nichts, ne? Ich mache einen Anfang. Dann brauche ich vielleicht doch noch die anderen zur Hilfe. Muss ich an so einem kleinen mal drehen? Ne? Moment, ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mir das nochmal an. Bevor ich hier jetzt was missverstehe, ne? I press it, okay. Kann ich sonst nichts machen hier. Nur um sicher zu gehen. Mhm. Na gut, okay, dann finden wir erstmal die anderen. Vielleicht ergibt das dann mehr Sinn. Wenn wir alle... Vielleicht ist das ja ein gemeinsamer Zeiger, den wir da sehen. Wenn ich bei allen einmal drehe, dann ist es irgendwann auch im Grün. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ich gehe nochmal hier runter. Hier ist vielleicht nochmal eins. Was ist denn da los? Nichts. Mhm. Ah, nochmal. Prüfungsurteil im besonderen Maße durchgefallen. Wow, die Art und Weise, wie ihr mich weiterhin enttäuscht, ist wirklich atemberaubend. Die Cap-Übertragungskabel dürfen nicht an das Stromsteuerungssystem angeschlossen werden. Nur weil die Kabel passen, heißt das nicht, dass ihr sie dort verbinden sollt. Die beiden Systeme arbeiten mit völlig unterschiedlichen Frequenzen. Das bedeutet, dass alles seit der letzten Inspektion gesammelte Leistungswerte, Messwerte nutzlos sind, da die Werte beeinträchtigt wurden. Wie zum Teufel sollen wir die Helios effektiv am Laufen halten, wenn ihr es verkackt, korrekte Messergebnisse bereitzustellen? Verpflichtende Schulung zum Thema System und Verkabelung am Dienstag 21 Uhr. Die Schulung endet erst dann, wenn jeder von euch sämtlichen Details im Schlaf beherrscht. Outbreak King. Ja, war mal so eine richtige, ja. Der hatte mal was zu sagen. Das traut man dem jetzt gar nicht mehr zu. Immerhin. Okay, ich glaube, da hinten war noch so ein Ding. Ja, tatsächlich. Gemeinsamer Zeiger. Oh. Komm schon. Oder auch nicht. Okay, dann bleibst du so, wie du bist. So, was ist mit dir? Das ist schon besser. Aber das beruhigt mich so ein bisschen, dass wir diese Schriftstücke von Outbreak da so sehen. Autoritätsperson, das Wort habe ich vorhin gesucht, die ja offenbar das letzte Mal, also früher war. Und wenn er das früher so war, also ich glaube, sein Mindset von damals eigentlich ganz, ne, okay war und Sicherheit bei ihm vorgeht und so, und er keine Menschenleben riskieren will, anscheinend, dann wird er doch jetzt bestimmt noch vertrauenswürdig sein, ne? Irgendwie beruhigt mich das. Das muss nichts heißen, aber mal abwarten. Ich glaube, so eine kleine Packung Misstrauen kann in so einer Umgebung sicherlich auch nicht schaden.
Aber bedenkt man eben auch, wie oft er uns das Leben gerettet verdient, hat. Verdient! Aubrey! Jahre voller. Aubrey! Okay, er ist anscheinend aus Versehen auf den Knopf gekommen, während er mit Benny in Kindheitstagen schwelgt oder so. Keine Ahnung. Oh, das wird auch schon langsam besser. Gut. Er ist einer der wenigen, die nicht gestorben sind. Das spricht doch schon für ihn. Naja, was dann mit Ludwig? Ja, es bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Wir müssen ihm ja mehr oder weniger vertrauen. Und wir haben noch keinen Grund, ihm eigentlich nicht zu vertrauen. Nach all den Aktionen, die er für uns getan hat. Das bleibt zumindest zu hoffen, dass sich das Vertrauen auch lohnen wird. Und vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. Wobei genau das, glaube ich, befürchte ich leider, dass das nicht der Fall sein wird. Wahrscheinlich werden wir ganz alleine hier rauskommen. Und es wird noch irgendwas Doofes passieren. Wie es doch immer in solchen Spielen ist. Sag mal, kann ich hier nicht mehr drücken? Hallo? Ich wollte nur sicher gehen, ob ich... Irgendwas ist hier kaputt. Hier geht gar nichts. Das ist auch nicht so ein typischer Schalter wie sonst, ne? Irgendwas ist hier... Oh, ja, genau, das fehlt. Ja, das könnte ich vielleicht gebrauchen, Mensch. Ey, oh, wow, ich interagiere mit einem Item und setze es ein. Wahnsinn. Cool, so, let's go. Ich weiß, wir haben schon öfters mit Items interagiert in dem Spiel, aber kommt halt nicht so häufig vor. Okay. Da haben wir schon gedreht, ne? Nee, es ist grün. Passt jetzt, oder? Kann ich gehen? Oder muss es noch tiefer? Aber es ist schon mal grün. Moment bitte. So, okay. Und ich stehe im Dunkeln. Der leuchtet so schön. Kann ich was drücken? Nee. Drücken darf ich nur, wenn es grün leuchtet. So, ich hatte hier doch noch eine Tür. Was muckst du? Oh, wieder so eine Post. Bleib dran. Mit der Fahrerflucht, Rettung wird kommen. Okay. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ah, das sieht... Du hast noch zu viel Druck, hä? Ich glaube, ich muss noch ein Ventil finden. Das muss wirklich auf Nullpunkt. Dann suche ich mal. Aber ich glaube, ich bin schon zu weit. Ah, da ist noch einer. Shit. Ist der falsche. Seh bitte. Okay. Da bin ich jetzt wieder am Anfang, Leute. Das kann auch gut. Ich glaube, ich bin wieder am Anfang. Moment. Moment, wo war die Tür? Da hinten. Da wollte ich eigentlich durch. Habe ich an dir schon rumgedreht? Ja, ne? Ja, offensichtlich. Nochmal. Okay. Aber hier war ich noch nicht gründlich. Da ist nämlich ein grüner Knopf. Okay, bevor ich da durchgehe... Ne, das habe ich mir angeschaut. Den Kameraden hier... Nein, der ist doof. Bzzz. Zurück. Hallo. Brav. Bist brav. Hallo. Och, nö.
muss ich immer warten. Ja, okay, dann bevor ich mich wieder verliere, gehe ich jetzt mal hier durch. Du. Nicola wird... Aubrey. Held des Aubrey? Tages, Benny. Dein Funk. Der Held. Aubrey. Er hat halt keinen Bock zu helfen. Ich muss schon wieder so ein Ventil finden. Sonst wird das nix. Vielleicht da oben? Kann ich nicht einfach das Ventil abmontieren? Das ist eh sinnlos, das braucht man nicht. Warum muss es unbedingt eins sein, das auf dem Boden rumliegt? Da war ich aber schon, meine ich. Ich glaube, da war ich schon generell, oder? Okay, Ventil suchen, toll. Eine sehr spannende Aufgabe. Wenn es halt nicht so dunkel wäre, ne, dann wäre das wohl eher machbar. Bei dem einen lag es ja direkt davor. Das war gemütlich. Aber jetzt rumsuchen ist halt nicht so schön. Ja, hier war ich schon. Shit. Ob das wirklich so weit weg ist? Ich geh noch mal in den Raum. Weil bei dem anderen lag es direkt davor. Und hier gucke ich noch mal in unmittelbarer Nähe. Dass das jetzt einfach da irgendwo rumfliegt, ich weiß ja nicht. Fast wie Resi, ja. Ventilsicherung. Druckausgleich. Vertraut. Alles vertraut hier. Loop. So, vielleicht... Also hier ist immer richtig, ne? Genau. Hier brauchen wir ein Ventil. So, dann gucken wir jetzt nochmal richtig. Da geht's hoch. Na, erstmal nicht so weit weg, bitte. Habt ihr ein Ventil für mich? Guck mal, die tun fast Händchen halten. Ah, da hinten komme ich schon wieder dahin. Ah, shit. Mir ist nicht die ganze Zeit so ein dummes Ding suchen. No, don't do this. Wenn ich noch einmal am Rad drehe, ist das Ding offen. Das können wir uns schon mal so mehr oder weniger merken. Hast du zufällig da was rumliegen? Nee, ne? Und? Nee, das ist nix. Okay, wenn ihr irgendwo ein Ventil hier seht, dann highlightet mich, ja? Damit ich nicht zu weit wegrenne. Falls ich dran vorbeirenne. Ich glaube, da geht es ja zurück in das alte Gebiet. Denk mal, so weit zurück muss ich nicht, um das Ding zu finden. Hoffe ich zumindest. Kann ich vielleicht... Ach, nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Ich meine... Nee. Ich würde einfach so ein Ding abmontieren wollen. Da ist es! So. Okay. Jetzt, da lang. Oder? Ja. Okay, cool. War doch einfach. Du hast es geschafft, Rose. Yeah. Alle meine Sensoren zeigen grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Sollten offen sein. Nur noch eine Hürde, dann können wir dieses Schiff verlassen. In Ordnung. Noch eine Hürde. Was kommt als nächstes? Also, erinnerst du dich an diese riesige, defekte elektromagnetische Verteilerspule? Sie ist... Weißt du was? Manche Dinge muss man sehen. Komm weiter. Ja, aber ich hab gedacht, dass es hier weit... Okay. Okay, Kommando zurück. Anscheinend geht's woanders weiter. Vielleicht bei der anderen Tür.
Nochmal hier zurück und dann rechts, glaube ich. Oder da oben, dass es da oben weitergeht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich will erstmal hier schauen. So. Okay, neue Tür. Oder ist das sonst noch was? Nochmal schauen. Kurzer Blick. Da geht es nur da hoch zu dem Teil. Das kennen wir schon. Ruhiger Hinweg, dafür jetzt heftiger Rückweg. Macht mir keine Angst. Vor allem nur noch eine Hürde, ne? Sagt er in Kapitel 7 von 10. Ich glaube, das sind noch ein paar Hürden mehr. Okay. Uff. Das ist ein bisschen was von Resi Village jetzt. Diese fetten Dinger. Ob ich die da auch irgendwo abschießen kann? Setzen sie ihren Weg durch die Maschinenhallen fort, um zu sehen, wovon Aubrey redet. Einen hat er noch. Einen hat noch. Garantiert. Ja, noch ist alles chillig. Die dotzen dir ja noch nicht auf den Kopf. Ja, noch nicht. Kann ja noch werden. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinrenne. Es ist viel zu dunkel. So dunkel, dass ich glaube, hier nicht sein zu sollen. Da. Okay, das sieht gut aus. Aber es leuchtet mir hier ein bisschen zu viel rot. Ah, hier ist grün. Die grüne Hoffnung. Das grüne Licht. Wie beruhigend. Grünes Licht. Ja, damit. Wow, 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 was ist los? Was war das? Rose schon so am richtigen Updancen, weil sie sich freut, rauszukommen. Nein, ich glaube, das war was anderes. Okay, was machen wir denn da Schönes? Beruhigende Musik gerade. Die wollen mir doch nur vormachen, dass es gleich geschafft ist. Jetzt zappelt hier schon wieder alles. Übergroße elektromagnetische Verteilungsspule. Ich nenne das Ding Fred. Hallo Fred. Fred. Okay, und nu? Jetzt, wo wir das geklärt haben. Was mache ich hier jetzt? Achso, vielleicht die Treppe hoch. Okay. Ja, der Horror wird uns weiter begleiten, werte Freunde. Ab nächster Woche schon. Denn wir werden ja am Donnerstag mit absoluter Wahrscheinlichkeit Stray durchspielen. Und der nächste Donnerstag dann gehört Them and Us, ein Horrorspiel im klassischen Horrorgewand, worauf ich mich schon sehr freue. Oh, Scheiße. Das ist aber groß. Oh mein Gott. Keine Sorge, dort drinnen bist du in Sicherheit. Solange du die Schockwelle nicht direkt abbekommst, solltest du es überstehen. Gut zu wissen. Du solltest mich sehen können. Ich bin in dem hohen Gebäude auf deiner rechten Seite. Siehst du mich dort am Fenster, Rose? Ja, es lebt. Wie dem auch sei. Siehst du das brennende Gebäude da hinten? Dort findest du den Notschalter. Warte, ganz da hinten? Am anderen Ende? Ja. Du willst, dass ich dort rüberrenne, während das Elektromagnet-Dings da regelmäßig alles grillt? Ja. Ich hab darüber nachgedacht. Wenn
alles für dich okay ist, öffne ich die Tür auf deiner linken Seite und verstecke mich so lange in einer Ecke, okay? Cool. Selbstverständlich. Ich würde eh nicht wollen, dass du mir ins Ohr schreist. Toller Plan. Geil. Bin ich voll dafür. Ja, Mensch. Warum macht er das nicht? Er ist eingesperrt, oder wie? Er kann alles öffnen und regeln, aber nicht sein... Oder was war die Begründung nochmal? Ich will ihm ja nichts vorwerfen, ne? Aber... So. Auch wieder was von Outprey. Prüfungsurteil komplett durchgefallen. Mir wurde von Wardenclyffe-Repräsentanten mitgeteilt, dass das Wartungsteam, der als Arschlöcher zu bezeichnen, nicht dem erwünschten Führungsstil des Unternehmens entspricht. Daher werde ich diesen Begriff bei der Beschreibung des Teams künftig nicht mehr verwenden. Stattdessen werde ich sie kaputte Vollidioten nennen. Das finde ich gut. Ja, ich schwöre, dass sie absichtlich versuchen, mich zu ärgern. Hier ein Beispiel für die vielen Probleme, die letzte Inspektion aufgedeckt hat. Durchgebrannte Sicherung im Sicherheitsbereich 121b. Geschmolzene Sicherheitsnadel auf dem Disruptionshub 4. Defekte Hochspannungskabel zwischen Tür 3 und Tür 4. Die Druckpumpe 26 funktioniert kein fucking bisschen. Sicherungskasten 14 Liter Entil statt Ersatzsicherung Toilettenpapier. Fehlende Thermostate bei 3 von 4 Lagertanks, auslaufende Hydraulikflüssigkeiten bei Pumpe 34W, mehrere fehlende Einstellräder an den Druckregelventilen. Vollständige Liste der Mängel habe ich in der Kaffeemaschine in der Cafeteria genagelt. Eventuell bin ich dabei mit dem Hammer abgerutscht. Es scheint so, als würden sie alle diese Woche sämtliche Wartungsarbeiten ohne ihre gewohnte Dosis Kaffee durchführen. Sie werden mir später danken. Das ist schon cool. Ja, er steckt fest. Türgriff abgebrochen. Ja, super. Es kontrolliert hier einfach jede Tür und jedes Sicherheitsding, aber bei ihm kommt er nicht raus. Das glaubt doch kein Mensch. Das will ich sehen. Da bin ich mal gespannt, wie der eingesperrt ist. Da bin ich echt mal gespannt. So, ich muss jetzt hier durchfetzen, immer wenn der nicht gerade sich entlädt oder wie. Ja, das kann ja was werden. Sag mal, hast du dich schon entladen oder bist du kurz davor? Oder ist das gescriptet? Ich warte mal noch kurz. Aber ich glaube, es ist gescriptet, weil... Ich glaube, jetzt hier passiert nichts. Ja. Ich glaube nicht, dass der sich... Okay, dann gucken wir einfach mal, wie es läuft, ne? Hallo. Ich sollte rennen. Der hat Bock, ne? Was soll ich denn tun? Oh Gott. Ach, das reicht schon. Ach, na dann. Da ist das doch kein Problem. Wenn sich das Ding hier komplett entlädt. Aber hier bin ich sicher, ja dann. Gut für mich. Willst du gleich nochmal oder darf ich weiter? Na gut. Dann fetze ich mal durch, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Der hat was gemeint vom Feuer. Bei ihm ist Feuer. Das ist das einzige Feuer. Oh. Okay. Okay, und jetzt. Oh, darf ich da rein in die Mast? Ja, ne? Das ist nicht schlimm. Okay, aber was soll ich tun? Oh, jetzt will er gleich wieder. Okay. Ich hoffe, das zählt auch als Schutz. Ja, okay, das zählt alles als Schutz. Der will ja nochmal! Oh, shit. Das zählt als Schutz, Leute. Aber sowas von... Das ist auch nur als Schutz gedacht, ne? Hier ist sonst nichts. Ich dachte, hier geht's jetzt super krass weiter. Okay, let's go. Boah, die machen das. Das ist voll gescriptet. Da runter! Runter! Schneller! Das könnte wehtun. Nee, alles gut. Das machen die nur mit Absicht.
Okay. Boah, ich sehe nichts. Aber da hinten ist das Feuer. Und da war doch Opray, ne? Super, ich sehe jetzt nicht mal, wo ich hin soll. Weiß nicht, ob hier ein Weg ist. Ah. Augen zu und durch. Halt, halt, nein, stopp. Er will gerade. Okay, go. Jetzt ist wenigstens ein bisschen hell. Shit. Ich hänge irgendwo fest. Das geht nicht. Hier geht's gar nicht durch. Das ist super. Oh, shit. Ich bin hier falsch. Oh, diese Dunkelheit macht einem echt Schwierigkeiten. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Ich weiß nicht. Fühlt sich nicht richtig an hier. Aber es sieht so aus, als könnte ich da durch. Aber irgendwas... Da ist ein Hindernis anscheinend. Hm. Okay. Stopp, ich habe was gesehen. Zurück, zurück, zurück. Bleib mal unten. Ne, da kann ich auch nicht durch. Blödes Gelände aber auch. Warum hüpft sie denn da nicht rüber? Das ist ja wohl Quatsch. Ey, dann nochmal hoch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Da. Dann rechts. Und darüber. Und hier ist... Hey, hüpf doch, hüpf doch! Oh mein Gott. Also wenn ich es einmal nicht schaffe, dann will ich aber direkt reingucken. Dann lohnt sich der Tod wenigstens. Oh shit, oh shit. Okay, bleib da, bleib da. Go. Schon epische Musik im Hintergrund, ne? Gefällt mir. Da lang? Irgendwie sind richtig. Hoffe ich. Okay. Lass dir Zeit, Rose. Alles gut. Da, mach das. Was auch immer es ist, tu es. Und geh. Oh, shit. Das hätte ich nicht tun sollen. Jetzt passiert's. Sie hat auch die Ruhe weg da an dem Teil. Ich habe auch noch den Schalter erwischt. Okay, ich hätte nicht sofort hochgehen dürfen. Oh, wo hast du mich ausgekotzt? Moment. Hä? Hä? Ist das genau da, wo ich gestorben bin? Ja, ne? Ach, cool. Ich habe wieder zu lange gewartet. Super. Jetzt will ich reingucken. Jetzt will ich reingucken. Wow. Oh, okay, okay. Das ist ja ein super fairer Checkpoint. Alles gut. Gut, dass wir das noch erreicht haben. So, jetzt aber zackig. Aber wo muss ich jetzt hin? Oh shit, der ist ja schon wieder so weit. Okay, irgendwann... Ich glaube, ich soll da nicht hoch. Nee. Ich glaube, ich muss noch woanders hin. Oder? Hm. Wo ist denn hier die nächste sichere Stelle? Ich glaube, erstmal nochmal runter. Dann nochmal die Treppe da hoch. Okay. Dann komme ich doch zurück. Ah ne, hier brennt's. Ich muss ich da hin? Oh. Hallo? Ertrinke ich gerade? Also der direkte Weg geht schon mal nicht. Hab ich so das Gefühl. Hä, wo hat mich das... Wo kotzt mich das Spiel denn ständig aus? Warte, warte, warte. Oh, ich war dahinter. Ich war doch da hinten. Also sowas. Jetzt bin ich wieder hier. Mann, das ist irritierend. Okay. Schnell, schnell, schnell. Geht doch in die Ecke.
So, also nochmal den Weg. Aber was dann? Okay, hier lang. Duck dich! Duck dich! Was war... Warte mal. Oh Gott. Das war jetzt so umständlich. Komm, wir warten, bis er seinen Druck rausholt. Hallo, Tamerlin. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich hin soll. Anscheinend kommt kein Drucker. Doch, jetzt. Okay, go. Wo auch immer ich hin will. Ich habe keine Ahnung. Da hinten brennt's. Aber da ist was. Okay, und da ist was. Was mache ich jetzt? Ich habe nichts zum Schützen. Okay. Ist ja eine ganz tolle Stelle. Okay, wieder hier. Okay. Wo soll ich mich schützen? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Boah, ich bin total konfus. Nee, da nicht. Ich habe hier keinen Schutz. Ah, doch hier, oder? Ja, hier. Hä? Ich dachte, das ist ein Schutz. Och, Menno. Fährst du mit den Schaltern nicht was runter? Muss mal gucken. Wenn ich nur nicht so gehetzt wäre hier, ne? Mach ich was herunter? Bin ich hier gerade safe? Wo ist denn das Teil? Ich müsste hier eigentlich safe sein, wo ich gerade bin. Mal hier hoch. Ja, jetzt kommst du wieder, ne? Jetzt kommst du wieder mit deinem Schüsselgedissel. Okay. Wo soll ich denn hin? Oder laufe ich gerade zurück? Ich habe keine Ahnung. Ich hab komplett die Kontrolle hier verloren. Ich weiß gar nichts mehr. Ich bin wieder relativ am Anfang, ne? Cool. Nein. Ich nehme den tot. Yeah. Oh shit. Nicht mal der wird mir gegönnt. Das ist ein brennendes Gebäude, ja, aber da komme ich ja nicht hin. Also. Wo brennt's denn? Ich sehe es nicht mal von mir. Da hinten brennt's. Okay. Komm, nochmal probieren. Aber. Den habe ich schon gemacht. Da war wieder so ein Symbol. Ich habe es gesehen. Oh mein Gott, das hätte ich eigentlich nicht überleben dürfen, ne? So weit, so gut, aber... Tja. Leiter. Okay, das sieht doch eigentlich... Eigentlich schaffbar aus. Ja gut, aber wenn ich jetzt sofort losrenne, müsste ich es ja schaffen. Wenn ich jetzt nicht wieder komplett darunter, ne? Oh Gott, der ist schon wieder so weit. Ne, Moment. Hopp! Mach, du musst schneller an den... Sag mal, wie dumm ist sie eigentlich? Mach doch Picknick an der Leiter! Also sowas. Ah, das ist doch dumm. Ja, genau, so. So macht man das. Und jetzt ruhst du dich hier aus. Jetzt braucht er wieder ewig, ne? Jetzt braucht er wieder ewig, so der Troll. Ja, du bist ein richtiger Troll, ich merke das schon. Ja, ja. Wenn ich jetzt losrenne, fängst du wieder an, ne? Ja, 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 das habe ich gerochen. Das habe ich richtig gerochen. Warte. Hm.
Und jetzt aber, komm. Wenn ich hier überhaupt richtig bin. Ah, da hinten brennt's. Und ich meine, ich sollte... Ja, come on! Jetzt hätte ich die Tür noch zumachen sollen. Nee, okay, alles gut. Ach, furchtbar. Ist es vorbei? Woher soll ich das wissen? Ich habe das verdammte Ding betätigt. Hat's funktioniert? Nur... Moment. Ich glaube, du hast es geschafft, Rose. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube es nicht. Du hast es geschafft. Ich werde überleben. Aubrey. Wie wäre es, wenn wir endlich von diesem gottverlassenen Ort verschwinden? Nicht ein Tag zu früh. Nimm den Metallsteg links von dir. Das sollte dich direkt hierher ins Kontrollzentrum führen. Ich weiß, ich habe mich schon bedankt. Aber es ist schön, das gleich endlich persönlich tun zu können. Bin auf dem Weg, Aubrey. Wir sehen uns. Ah, ist das nicht schön. Und noch ist er mir nicht in den Rücken gefallen. Okay, jetzt kann ich mich endlich in Ruhe hier rumchillen. Alles wieder gut, kein Druck. Das ist doch schon viel angenehmer. Nicht, dass ich wüsste, wo ich jetzt hin muss, ne? Aber ich kann chillen. Alles gut. Hier gab es keinen anderen Weg, ja? Nicht, dass ich... Okay, gut. Aber er war doch, Okay, da geht's nicht lang. Da ist auch nix. Ja gut, von da bin ich herumgerast wie ein Irrer. Dann kann ich nicht, 75% haben wir übrigens schon gesammelt. Wo soll ich hin? Viele Möglichkeiten. Wieder da hoch. Wie friedlich das hier ist, ne? Wenn man nicht gerade durchgebrutzelt wird. Soll ich vielleicht einfach zurück? Okay, anscheinend bin ich richtig. Sonst wird mir sowas nicht entgegenlaufen. Hoffentlich kennt Aubrey eine Abkürzung hier raus. Ich will nur ungern denselben Weg zurückgehen. Ja. Hoffen wir es. Wenn der jetzt weg ist. Das wäre so typisch. Wir hätten niemals jemanden direkt vor mir stehen haben, außer Ludwig und Geister. Das ist mein Schicksal. Wo bist du, Aubrey? Lass uns gehen! Am Ende... Oh Gott, es war die ganze Zeit ein Geist, der mir geholfen hat. Aber er hat sich dann an der einen Stelle, wo man ihn gesehen hat, gut manifestiert, ne? So, was haben wir hier? Voilà. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Seit meinem Wechsel von der Meteorologieabteilung vor 8 Monaten habe ich keine Wartungsprüfung durchgeführt, ohne gravierende Mängel festzustellen. Alles, was ich höre, sind Sicherheitsbedenken hier und Sicherheitsbedenken da.
Wenn es Ihnen gelingen würde, die Maschinenhalle nur für eine einzige Woche ohne eine Katastrophe am Laufen zu halten, können wir tatsächlich das Budget bekommen, um uns zu Ihren paranoiden Sicherheitsbedenken am Arbeitsplatz zu kümmern. Für diejenigen, die es interessiert, die Seebestattung Ihres Kollegen Michael Jensen wird am Mittwoch um 14 Uhr abgehalten. Das ist alles, Aubrey King. Okay. Niemand ist da. Finde ich jetzt nicht cool. Hab ich hier jetzt alles warte mal, da ist eine Treppe. Komme ich da nicht rüber? Doch. Oder doch nicht? Ich guck lieber nochmal. Komm schon, Aubrey. Lass uns gehen. Ah ja. Gut. Da war er. Da hat er mir zugewunken. Aubrey? Schieß hier ein Kartenentwurf des OP, in dem Ada eingesperrt war. Hallo, Rosie. Welche Überraschung. Wäre ja zu schön gewesen. Ich habe versucht, es dir zu sagen. Das habe ich wirklich. Ich bin ein Lügner, Rose. Ich habe alles gehört. Jedes Wort, seit du an Bord kamst. Von deinem ersten Gespräch mit Ada bis zu ihren letzten Worten. Ich habe sogar dein Gespräch mit Nicola belauscht. Aubrey. Teslas Sperre hat den Funk deiner Schwester nicht gestört. Das war eine weitere Lüge. Das war ich! Warum? Weil sie mir alles weggenommen hat! Einfach alles! Seine Aufmerksamkeit! Ich hatte seinen Respekt! Aber sie hat mir alles genommen. Ich war mal wer auf diesem Schiff. Aber jetzt... Jetzt ist die Zeit gekommen, mir alles zurückzuholen. Angefangen mit denen hier. Wenn du das tust, werde ich dich töten. Ist das ein Versprechen, Rosie? Pfadfinder-Ehrenwort. Süß. Du hast vergessen, dass so wie ich die fremdartige Energie in den OP-Raum zu deiner Schwester geleitet habe, genauso kann ich sie auch zu dir leiten. Genau hierher. Beeil dich lieber. Oh Gott. Diese Dinger werden jeden Moment hier sein. Benny hier wird dir Gesellschaft leisten, während du stirbst. Ich hingegen werde jetzt hiermit die Lage retten und mir zurückholen, was mir gehörte. Ein Blatt rein, eine Dorne raus. Oh mein Gott. Shit. Okay, ich glaube, ich sollte mich beeilen, aber ich kann mich nicht beeilen. Entkommen Sie aus dem Kontrollzentrum. Oh shit, aber ich kann nicht richtig laufen. Da ist aber auch diese... Ah! Scheiße, ja, egal, ich will da raus. Ich will da raus, egal was da... Komm, komm, mach auf, mach auf, mach auf. Die sind ja schon da. Ich kann nur humpeln. Ja, super. Da manifestiert sich schon das nächste...
Ja, aber absolut, True Pantera. Das wäre wirklich die größere Überraschung gewesen, wenn es einmal nicht der Elfer wäre, der am Schluss einem doch verarschte. Okay, jetzt wissen wir ja, dass wir da rein müssen. Aber halt nicht in den blauen Nebel, ne? Okay, aber trotzdem die Renntaste zu drücken, da ist sie wenigstens ein bisschen schneller. Habe ich so das Gefühl. Oh mein Gott, ich werde hier 10.000 Tote ereilen. Aber ich glaube schon, dass ich da rein muss, ne? Anscheinend nicht so pixelgenau, wie die das gerne hätten. Man kann nicht hinter mir zumachen? Ist das vielleicht die Rätselslösung, oder? Ne, anscheinend nicht. Ich kann mich irgendwie gar nicht richtig... Okay, am besten sollte ich immer in Bewegung sein. Mhm. Cool. Okay, ich drehe mich nicht um, ich gucke nicht zur Seite, ich renne einfach durch. Vielleicht hat mich das Ding ja vorhin auch als erstes erwischt und es ist gar nicht schlimm, wenn ich hier weiter renne. Ja, hier nicht direkt in den Nebel rein am besten. Scheiße. Ich weiß ja nicht, ob ich in den Nebel darf, aber ich denke nicht, oder? Hab was versucht, dem auszuweichen. Das ist natürlich ein bisschen lästig jetzt. Ist auch nicht wirklich gruselig. Da fand ich Ludwig irgendwie gruseliger. Ich gehe jetzt da durch. Okay, so ein bisschen in den Nebel darf ich anscheinend. Also ich muss durch den Nebel. Anscheinend. Okay. Es ist wirklich nur mein Verfolger, der mich halt auch so kriegt. Okay. Ich meine, schneller rennen kann ich halt nicht. Aber ist okay. Töt mich mal. Okay, ich habe an der einen Stelle noch ein bisschen gezögert. Vielleicht kann ich doch noch so richtig direkt laufen. Los geht's, komm. Ja, schneller kann... Also ich laufe jetzt so richtig direkt. Direkt, da geht gar nicht. Ja, ich komme ein Stück weiter. Ah, ich habe jetzt gleich ein Problem. Oder kannst du da hoch? Ah, nee, da lang. Ja, super! Also muss ich doch da hoch oder... Schließ deine Augen, Rose! Schließ deine Augen! Tesla? Der vermeintliche Held jetzt auf einmal. Alles wird gut. Sie sind weg. Alles wird gut. Ich meine, der hat ja meine Schwester geliebt. Dann mag er mich vielleicht auch. Oh Mann. Aber krass. Kapitel 8. Die Blumen der Persephone. Und willkommen zurück, Luna. Gefühlt 10.000 Mal gestorben, ja. Ich mag solchen Stellen auch nicht, wenn das Spiel einem nichts sagt, was du jetzt tun sollst. Und einfach, ja, die and error. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Fürs Erste. Ada hat mich vor der Sturheit ihrer Schwester gewarnt. Wie immer hätte ich besser zuhören sollen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es schaffen werden, das halbe Schiff zu überqueren, trotz meiner Versuche, sie daran zu hindern. Und wegen dieses Fehlers... meines Fehlers... ist Ada für uns verloren. Aubrey hat Türen geöffnet und so die Ausbreitung der Kontamination ermöglicht. Er ist gerade auf dem Weg zum Tower, wo er die Aufzeichnungen ihrer Schwester verwenden will, um den Riss zu schließen. Aber ich fürchte, er versteht das Ausmaß von Adas Arbeit nicht und wird Entscheidungen treffen, die die Situation verschlimmern. Ich mache mich daher auf den Weg, mich darum zu kümmern und gleichzeitig Adas Forschungsbericht zu retten. Bleiben Sie, wo Sie sind. In relativer Sicherheit. Ruhen Sie sich aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht passieren. Verdammt richtig. Wir könnten zu spät sein, um Ada zu retten, aber wir sind nicht zu spät, um ihr Vermächtnis zu retten.
Wir bleiben in Kontakt. Okay, Tesla, alles klar. Gut, das hat uns, ne, das haben wir ja gerade gelesen. Okay, finden Sie heraus, wo Sie sind, um einen Weg zu finden, Aubrey zu konfrontieren. Aber ich will ihn gar nicht konfrontieren. Lass doch Tesla machen. Und ich chill hier noch ein bisschen. Nein? Na gut, hier ist aber auch nichts los, ne? Wer bist du? Oh, okay. Und er rettet nur die Frauen, merkt ihr das? Also was heißt retten, ja. Er hat's versucht. So, wo sind wir denn? Ich habe wie versprochen Adas Forschung geholt. Und wie versprochen Aubrey rausgeholt. Und was habe ich davon? Rippenbruch und Gehirnerschütterung. Immerhin habe ich Aubrey versprochen, ihn zu töten. Mal sehen, wie das läuft. Ja, schauen wir mal, ne? Heute keine Flaschenpost. Surgery. Wen haben wir denn hier noch? Keine Überlebenden. Alle Patienten tot. Was ist denn das? Lungenvergrößerungsgerät zur Verbesserung der menschlichen Ausdauer. Ah ja. Tot. Oder? Ist sie tot? Ja, sie ist tot. Oh, der liegt schon ein bisschen länger hier. Immerhin doch ein Kerl. Was ist denn dies? Und schon wieder so ein Symbol. Wenn ich es ganz lange anschaue, passiert irgendwann was. Naja. Komisch. So. Surgery C. Die haben genug Räume dafür, immerhin. Haben sie auch gebraucht. Na, schauen wir halt mal rein. Darf ich nicht? Okay. Leuchtet ja auch nicht grün. Oh nein. Das ist der OP-Saal. Ja, okay, und? Ach so. Sie ist weg. Da war Ada. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Versprich es mir, Rose. Versprich es mir. Nicht so. Versprich es mir, Rose. Nein. Ada, wait! Tja, weg ist er. Sie haut immer noch ab. Ja, tragisch. An dem Ort nochmal. Jo, was geht? Nee, oder? Warum? Folgen Sie den geisterhaften Gestalten. Moment, wieso solltest das du sein? Interessant.
Wusste, dass jetzt Ada Wade kommt? Ja, ich kann es mir nicht verkneifen, ne? Ach, wie schön. Bei Dead by Daylight kommt ja ein neues Resident Evil Kapitel. Da kann man Ada spielen. Endlich habe ich einen neuen Main dann. So. Das bin ich. Ich trage Ada. Aber wie kann das sein? Du trägst Ada. Charakter eingesammelt. Vielleicht haben die mit der Zukunft gespielt. Also sie reist in die Vergangenheit und rettet ihre Schwester. Und das sieht sie gerade. Das macht doch Sinn, oder? Also wenn die Technologie haben, da mit den Zeiten da rumzuspielen, dann würde ich das genau das probieren. Wie kann ich hier gewesen sein? Früher? Es schnullt sie jetzt halt noch nicht. Naja. Denk mal an die Halle, wo gerade zwei Punkte waren mit hier bist du... Ja, genau das, ne? Die, das haben wir ja schon mal spekuliert. Wenn es zwei von uns gibt, dann... Und das jetzt, ist es ja doch wieder naheliegend, dass wir vielleicht noch eine kleine Zeitreise vielleicht machen. Was ziemlich cool wäre. Das heißt, es wird jetzt gleich alles hier vor die Hunde gehen und im letzten Moment reisen wir noch in die Zeit und machen noch was Besseres draus. Das könnte interessant sein, wenn es dazu kommt. Und der Verrückte kannte unseren Namen. Ja, das bedeutet allerdings auch, dass wir Ludwig wiedersehen. Okay, ich will Ada doch nicht retten. Als ich am Ort der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Boah, cool hier. Jetzt mit Flashbacks noch. Ja, aktuell auch... Ja, es sind... Nee, ist doch wieder nur eigentlich schade. Wo sind wir gerade? Main Garden. Ah ja, da wieder. Der Main... Garden... Als wir damals zwei Lichter hatten, hat doch der Main Garden zusätzlich geleuchtet, oder? War das nicht so? Das sind coole Details, sowas mag ich. Ich meine, so diese kleine Zeitreisen-Stories, die sind ja immer ganz cool. Aber wenn man dann auf so Kleinigkeiten achtet, dass man im früheren Spielverlauf mal zwei Punkte hat, man hätte es nicht einbauen müssen. Es ist einfach nur ein kleines Detail mit You Are Here, ne? Aber das finde ich super nice, wenn es dem so ist. Sieht ja irgendwie schon cool aus. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen, aber es sollte nicht sein. Vielleicht war der Verrückte nicht Ludwig, sondern Aubi. Den Namen, dass er Ludwig heißen würde, hatten wir auch von... Möglich, ja. Sehr cool. Jetzt rollt die Story so richtig auf. Das gefällt mir. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester, ey. Ich werde für dich zurückkommen. Es wird funktionieren, Ada. Ich verspreche es. Du hast recht, Ada. Das ergibt alles keinen Sinn. Was waren diese Visionen? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Und wann habe ich dich hierher getragen? So viele Fragen. Aber ich werde deine Forschung zurückholen, wie versprochen. Hoffentlich finden wir dort Antworten. Mhm. Hallo,
Markus, wie geht es Ihren Verletzungen? Ich bin kein guter Arzt, aber ich habe getan, was ich konnte, um die Wunden zu verarzten. Es geht mir gut. Falls Sie denken, Sie könnten mich davon abhalten, mir Adas Arbeit zurückzuholen, dann liegen Sie falsch. Im Gegenteil, ich zähle auf Ihre Unterstützung. Genau wie es Ada tut. Was meinen Sie damit, Ada zählt auf meine Unterstützung? Ada ist tot. Ada ist tot. Aber sie ist nicht weg. Ihre Forschungen über verschiedene Zeitdimensionen und der Kontakt mit dem Riss haben die Dinge verändert. Unwiderruflich. Sie hat eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst, die selbst ich erst noch zu verstehen versuche. Aber ihre Aufzeichnungen enthalten den Schlüssel zu allem. Das hat sie gesagt. Helfen Sie mir, diese Notizbücher zurückzuholen. Das werde ich. Wir überlegen uns, wie Sie am besten mit Aubrey verfahren, sobald Sie den Tower erreicht haben. Tesla out. Alles klar. Erstmal auf sich wirken lassen. Nice. So, wo darf ich rumspielen? Nein? Da auch nicht. Menno. Das wäre ein guter Bossraum. Aber ach, ich kann mich ja nicht wehren. So ein Pech. Okay, da geht's hoch. Ja, okay, alles klar. Jo. Drehen, nein. Ups. Ich glaube, ich muss hoch. Na nur, was mit dem passiert? Okay. Ich glaube, das sollte man nicht chillen. Ist gut, ich gehe ja schon hoch. Noch eins? Nee, geht nicht. Entwurf für ein Projekt in Entwicklung. Ein Projekt zur Erzeugung von Resonanzen in Gehirnsynapsen zur Förderung klaren Denkens. Praktisch. Yay, es leuchtet grün und Strom. Läuft bei uns. Soll ich noch warten, oder? Nicht, dass das gleich in die Luft fliegt. Oh, der Generator geht also nach einer Zeit wieder aus. Gut, dann werde ich mich beeilen. Das hatten wir doch schon mal vor 3 Kapitels. Jetzt fängt das schon wieder an. Okay, okay. Yo, 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 bin gleich da. Oh shit. Na gut, rein in den Spaß, ne? Lololololo. Da, da, da. Es geht los. Okay, mal sehen, ob ich die Station finden kann, die mich zum Turm bringt. Station? Turm? Hä? Die kommen jetzt nicht, die Viechers. Hier ist nur Nebel, ja? Okay, okay, dann kann ich mich umgucken. Freue mich jetzt schon auf den Rückweg. Viel Spaß, Conny, beim Gassi gehen. Okay. Ich mag aber diesen Effekt. Sieht voll cool aus. Na, hier ist nichts mehr. Gut. M-
Moby Dick. Da haben wir wieder die klassischen Plakate, die kennen wir alle schon. Haben wir das letzte Mal schon bewundert. So, alles rot hier. Darf nirgendwo rein. Hab ich dich. Augmentation zur Steigerung der Milchproduktion bei Rindern. Meine Güte. Was euch nicht alles einfällt. Ja, moin. Ich bin die Neue, was geht? Wollen wir Billard spielen? Nein? Warum spielt hier niemand mit mir Billard? Oder Schach, hallo? Bei Stray genauso. Niemand spielt mit mir. Sad. So, eins nach oben. Oder bleiben wir erstmal hier? Och nö, nicht schon wieder so ein Generator. Ich muss Rennen spielen, oder? Och, nicht schon wieder. Ja gut, ich mutmaße mal, dass ich schnell hochrennen muss. Und einen Schalter finden. Oh nee! Okay, es geht nicht nach oben. Ich bin tot. Toll. Okay, ist das eklig. Gut, also gleiches Spielchen wie vorhin, aber ich sollte vielleicht richtig rennen. Wo muss ich denn dann hinrennen? Das Vieh war doch direkt vor mir. Och, jetzt darf ich wieder 10.000 Mal sterben, bis ich die richtige Wege finde. Nicht cool. Warte mal, hier ging es ja auch nicht durch, ne? Moment. Trockenübungen. Ich muss da runter. Und dann? Wo ist der Schalter, den ich dann brauche? Da. Alles klar. Okay. Sollte man hinkriegen. Hinter mir, ne? Oh, boom. So, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Durch die Tür. Ich glaube, da ging eine Tür auf direkt vor mir, oder? Oder? Oh, Mann. Ich mag so Stellen nicht. Moment, wo bin ich jetzt schon wieder? Ach. Da drüben, okay. Bing. Hoppala. Mikrofon, verlass mich nicht. Moment. So. Bleib da stehen. Aber schön, dass du jetzt versuchst runterzufallen, nicht während ich herumrenne. So. Okay. Also ich glaube, direkt da war eine Tür. Ich bin aber so schnell gestorben. Ich habe wieder nichts gecheckt. Der Tod war schneller wie meine Orientierung. Das könnte man eigentlich auf meinen Grabstein schreiben. Das ist ganz gut. Ne, da war keine. Doch, da ist eine. Hä? Ich sterbe sofort? Ich kann da nichts tun? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich sterbe ja instant, wenn ich das mache. Ich guck mir das nochmal so an.
ich den Schalter umgelegt habe, bin ich gestorben, ja. Ging das hier auf? Do not override. Aber ich bin gestorben. Ich konnte eh nichts machen. Probier's nochmal. Alle anderen Wege gingen ja eh nicht, ne? Boah, ich mag sowas überhaupt nicht. Das ist halt auch nicht gruselig, das ist nicht spannend, das ist einfach nur nervig. Also so wie das hier inszeniert ist, ne? Zumindest ich. Ich gehe mal so rum, vielleicht ist das sicherer. Ne, ich sterbe instant. Vielleicht ist der falsche Schalter, gibt's hier noch mehr? Das ist jetzt komisch. Ich guck mal, ob es noch andere Schalter gibt. Was ist, wenn ich... Nee, gibt ja keinen anderen Weg hier. Wenn ich hier weiter rennen würde... Ich frage mich, ob das überhaupt geht. Maybe hier? Das sieht nicht nach Schaltern aus, die ich dann benutzen kann. Nee, nee. Ich muss schon das hier benutzen, denke ich. Aber wie? Verstecken ist bei den Viechern ja auch nicht, ne? Na gut. Der Weg geht definitiv nicht. Ja, da kommt nämlich eins gerannt. Ja. Ich renne jetzt mal in die Richtung. Ich lebe noch. Ah, jetzt ist das Ding wieder zu... Na, okay. Der Generator geht ja auch noch aus. Ich muss den Schalter umlegen. Aber wie mache ich das denn, dass ich da nicht sterbe? Und was mache ich nach dem Schalter vor allem? Ganz komische Stelle. Vielleicht muss ich... Ich könnte mir vorstellen, dass ich da rein muss. Dass, wenn ich unten den Schalter betätigt habe, dass dann hier offen ist. Weil das ist das Einzige, was ich so erreichen könnte. Das heißt, ich müsste eigentlich irgendwie da einen Kreis drehen. Geht das nicht irgendwie, wenn ich... Ein Kreisdreher. Zum Beispiel, nee, da ist versperrt. Das ist so rum und dann links rüber. Um die Treppe rennen quasi. Aber irgendwie halt doch noch schneller wie das Vieh sein. Nochmal probieren. Okay. Einfach so im Vorbeirennen drücken. Gar nicht so sich direkt vorstellen, sondern eher so im Vorbeiflug, wisst ihr? An der Stelle ging es ja auch. Da gewinnt man vielleicht ein paar Millisekunden, die man braucht. Die sind halt scheiß schnell, die Viechers. Drehe ich extra so eine Runde? Seht ihr? Sind so beim... Nee. Der kriegt mich definitiv. Ich könnte es höchstens noch von der anderen Seite probieren, aber... Verstehe ich nicht. Doofe Stelle. Das Ärgerliche ist, ich habe das Gefühl gehabt, man hat bei meinem ersten Versuch hatte ich irgendwie noch ein bisschen die Zeit gehabt nach dem Schalter und jetzt gar nicht mehr. Jetzt rechts rum, ne? War der Plan.
Nee. Egal wie ich es mache. Das Vieh kriegt mich instant. Okay, hat irgendjemand einen Tipp? Irgendetwas? Ich verstehe das nicht. Bin, als ich da unten in diese Ecke gerannt bin, habe ich die ganze Zeit überlebt. Aber die Ecke war ja eine Sackgasse. Dann bin ich gestorben. Da, in dem Eck bin ich gestorben. Dann komme ich ja hier auch nicht wirklich. Dann muss ich ja zurück. Hm, nee. Dann laufe ich dem Vieh ja in die Arme. Ja, also mir fällt nichts anderes an, außer es weiter zu probieren. Kann ich einfach übers Gelände hüpfen, dann würde ich nämlich Zeit sparen. Das wäre toll. Aber wir sind ja viel zu anständig, ne? Und das wird vielleicht auch wehtun. Vielleicht kann ich irgendwie da abkürzen. Ne, überall. Ja, schade eigentlich, ne? Könnte ich da so drüber springen? Das wäre super hilfreich. Macht's ja nicht. Nee, nee. Nicht um das Teil rennen. Okay, ich versuche mal was anderes. Vielleicht müssen wir sneaky sein. Vielleicht sehen die Viecher einmal an. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, vorhin, als ich es noch nicht gecheckt habe, ist der dann sofort auf mich zugekommen. Probieren wir mal. Komm. Nicht, dass es das ist. Aber ich kann nicht sneaky sein. Ich muss ja schnell machen. Das Ding geht ja aus. Hm. Ich darf nicht trödeln. Aber ich bin ein bisschen weitergekommen. Das Problem ist nur, dass ich zu diesem Mistvieh dann wieder... Ja, okay, ich muss es doch von der anderen Seite machen. Ich muss links rüber. Damit ich eine bessere Runde... Ich konnte ein paar Schritte länger laufen. Aber von wann? Jedes Dings zählt. Hat nicht gedrückt. Go. Ah, shit. Hab nicht gedrückt. Ah, shit. Wollte ich zu schnell sein. Ah, das Vieh ging rechts rum, ne? Ah, was bringt mir das? Es sei denn, ich muss gar nicht hoch. Also ich glaube zwar, dass das dann aufgeht hier, aber vielleicht irre ich mich ja. Vielleicht muss ich in die Sackgasse. Vielleicht ist da was anders. Wenn alles hier an ist. Mal gucken. Boah, ich hab's gesehen. Okay, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Vielleicht nicht in die Sackgasse rechts, vielleicht war da vorne was Hilfreiches. Hm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist lästig. Guck nochmal unten. Als ich darüber gerannt bin, aber ich lebe wenigstens, ne? Also ich kann das benutzen und lebe. Wenn ich hier rumrenne, da links rein. Nee, das ist kein. Das kann ich. Nee, das ist Quatsch. Da ist nix.
Und hier ging auch nichts. Gleich die Tür neben dem Schalter. Meinst du das da? Aber ich habe das schon probiert. Das Problem ist, dass das Vieh mich dann tötet. Wir können es gerne nochmal probieren. Weil jetzt den jüngsten Versuchen hatte ich, glaube ich, ein bisschen Zeit eingespart. Moment, hier. Unten um den Tisch rum. Ich kann, glaube ich, nicht um den Tisch rum. Ich meine, ich habe das schon probiert, aber wir können uns gleich nochmal angucken. Weil ich glaube, da ist Müll auf der einen Seite des Tisches. Es war die Tür. Oh mein Gott. Es war diese fucking Tür. Ich habe das als allererstes probiert. In den ersten Versuchen. Aber da hat's, da war ich noch nicht schnell genug. Und dann dachte ich, nee, ich muss weiterlaufen. Und dann habe ich die Tür wieder vergessen. Danke für die Erinnerung, auf jeden Fall. War jetzt eigentlich nicht so schwer, ne? Aber ihr habt es ja selbst gesehen, in den ersten Versuchen wurde ich nach Schalterbetätigung sofort gekillt. Aber das Ding ist, ich muss halt wirklich beim Vorbeirennen da drauf drücken. Ich darf mich gar nicht davor stellen. Naja. Hoffentlich weiß ich das noch fürs nächste Mal. Dieses Durchrennen. Einfach so im Flug mal drauf touchen. Aber das hat jetzt unnötig lange gedauert. Ja gut, euch mag ich ja. Ihr seid okay. Ihr labert nicht viel. Ihr tut mir nicht weh. Okay, fast geschafft. Die Station müsste gleich da vorne sein. Touchy on the fly, genau. Yeah. Haben wir hier? Geh weiter. Wir haben das Bahnsystem neu verkabelt. Brich die Quarantäne. Okay. Garda Labs. Lauft, lauft, lauft. Nehmen Sie einen Schienenwagen zum Tesla Tower. Das klingt wieder so einfach, wie sie das sagt, ne? Das klingt wieder viel zu einfach. Oh, Moment mal, ich hab Durst. Okay. Touchy on the fly. I'm so touchy on the fly. So. Einige sind wohl entkommen. Gut für euch, Leute in der Vergangenheit. Ja. Wo geht's denn überhaupt hin? Wo ist meine Station? Ich, wenn ich bei einem Bahnhof bin und das richtige Gleis suche. Moment, Moment. Hier gab's noch einen Text. Das heißt, ich bin hier eventuell halbwegs richtig. Kann ich da runterfahren mit dem Teil? Ne, der hat keinen Saft, ne? Okay. Was haben wir denn hier? Hebel betätigen, um den Schienenwagen anzufordern. Evakuieren. Okay, Hebel betätigen. Also das, was wir zu 90% des Spiels machen. Angefordert. Und jetzt sucht das richtige Kabel. Nee, come on. Ja, da kommt sie ja. Hi. Cool, wir sind in Wuppertal. Ich hab's gewusst, Leute. Erstmal andocken.
Ich hoffe, das wird eine gemütlichere Fahrt wie das letzte Mal. Gut, dass unser Bahnhof nur 6 Gleisen hat. Boah, ihr habt 1 mehr wie Landau. Das finde ich aber frech. Saarländer übertreiben wieder voll. Wahrscheinlich benutzen sie nur 2. Yay! Kapitel 9. Der Weg des Ares. Sprechen Sie mit Tesla ab, wie Aubrey aufgehalten werden kann. Das sieht gar nicht gut aus. Muss ich wieder absteigen? Oh oh. Nee, das ist nicht meine Station. Ich will noch ein bisschen fahren. Ist dir warm oder was war das eben für ein Effekt? Oh, alles cool hier, oder? Alles cool. Ich komme hier nicht drüber. Als ob die Leiche jetzt das Problem ist, dass du hier nicht rüberkommst. Willst du mich jetzt komplett veräppeln? Du bist schon 10.000 Mal über die Dinger gestiegen. Gut, dann halt hier. Rose, sind Sie angekommen? Ja, ich gehe jetzt in Richtung Tower. Was zur Hölle ist hier los? Aubrey kanalisiert die komplette Energie der Helios in einem hoffnungslosen Versuch, den Riss zu schließen. Er macht es nur schlimmer. Die fremdartige Energie entweicht überall. Wir müssen dort rauf, bevor es zu spät ist. Gehen Sie durch den Base Entrance in Richtung Tower und gehen Sie weiter, bis Sie einen großen Lastenaufzug finden. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und stoppen Sie Aubrey. Klingt nach einem Plan, schätze ich. Was dann? Dann halten Sie Aubrey in Schach, während ich die Aufzeichnungen Ihrer Schwester verwende, um den Riss ordnungsgemäß zu schließen. Aber wir haben nicht viel Zeit. Bitte beeilen Sie sich. Okay, cool. Reichen Sie Eingang des Towers. Okay. Wir machen jetzt nur noch ein paar Minuten, werte Freunde. Aber da wir Kapitel 9 erreicht haben und das Ganze 10 Kapitel hat, was bedeutet, dass wir 80% des Spiels durch haben. Und ihr wisst, was das bedeutet. Die letzten 20% eines Wunschgames lege ich oben drauf. Das heißt, wir werden dieses Spiel definitiv durchspielen. Demnächst. Ich werde es dann eintragen und wahrscheinlich ist das nächste Mal dann auch das Finale. Ja, doch, davon gehe ich mal aus. Und yo. Ich hab Bock. Also auch wenn jetzt gerade das letzte Kapitel ein bisschen nervig war. Aber es ist halt super einfach, wenn man weiß, was man tun soll. Ne? Aber das ist ja meistens so. You are here. Tesla Tower. Moin Finch. Ah, wir sind kurz vor Ende des Streams. Aber morgen sind wir ab 17 Uhr wieder am Start. Wir schauen uns hier gerade noch ein bisschen um hier. Ach, jetzt stellt sie sich aber an. Steig doch einfach drüber. Und ja, ich werde jetzt gleich aufhören, weil wir haben es ja schon mal bemerkt, das Spiel speichert halt nur bei den Kapitelanfängen. Es gibt zwar sehr faire Checkpoints, wenn man stirbt, aber wenn man das Spiel beendet, beginnt man das Kapitel erneut. Das heißt, es bringt jetzt nicht viel, hier groß noch reinzuspielen. Wir können uns schon ein bisschen teasern. Aber dann freuen wir uns dann demnächst auf das Finale. Denn ich denke, ja, 2 Kapitel haben wir bisher immer geschafft, mindestens. Das schaffen wir dann bestimmt an einem Stück. Es sei denn, es wird noch frustrierender. Aber nee, ich denke, wir kriegen das hin. Genau, morgen ab 17 Uhr mit Tamerlin. Sein Wunsch Vigil, was wir dann frisch anfangen. Das sind 4 Sessions geplant, aktuell. Sind auch schon alle eingetragen. Soweit ich weiß, immer. Nee, Quatsch, nicht immer Mittwochs, Quatsch. Ich glaube, es sind nur 2 eingetragen. Nee, Quatsch, ich habe doch alles eingetragen.
Also die ersten Sessions sind auf jeden Fall mittwochs, ja. Diesen Mittwoch und dann, glaube ich, in 2 Wochen wieder. Und die anderen sind aber auch schon eingetragen. Ihr könnt ja selbst nachgucken, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall morgen We Chill. Damit fangen wir an. Und später dann die X-Files. Schöner Klassiker. Das muss der Tesla Tower sein. Ja, sieht wohl danach aus. Trailer zum neuen Laser 4. Ja, habe ich gesehen. Auf jeden Fall ansprechend. Werden wir in der Halloween-Woche unter anderem definitiv zocken. Layers of Fears. Freiheit, Leute, Freiheit! Jetzt registrieren hier. Mehr oder weniger. Krass. Ja, also morgen We Chill und Akte X. Am Donnerstag dann das Finale von Stray. Samstag. Nee, Freitag ist auch noch ein Stream, aber da weiß ich das Programm gerade nicht auswendig. Aber am Samstag haben wir auf jeden Fall unseren 12-Stunden-Stream, den vorerst letzten, mit dem Zusatz-DLC von Life is Strange. Dann natürlich Uncharted 4. Das Finale von The Quarry mit euren Entscheidungen. Und nicht zu vergessen, Evoland 2 geht natürlich auch weiter. Wir werden diesmal übrigens The Quarry schon früher spielen, weil ich nicht so 100% einschätzen kann, wie lange wir da brauchen. Aber ich will es ja definitiv durchschaffen, deswegen will ich das nicht als letztes Spiel machen. Sonst überziehen wir nur. Unter Umständen. Oder sind, ja, zu früh fertig. Je nachdem. Diesmal wird Uncharted unser letztes Spiel sein. Nur damit ihr euch nicht wundert. Ein Bauplan, der die Verbesserungen des alten Tesla-Generators detailliert beschreibt. Am Freitag Victor fahren und Dreamfall. Ah ja, genau. Das sind ja auch zwei sehr schöne Spiele. Natürlich Victor fahren wieder mit Wolf zusammen. Und Dreamfall haben wir ja gerade unsere zweite Session. Da sind wir noch ganz frisch dabei. Da bin ich auch schon gespannt, wie das weitergeht. Der erste Part war ja schon ziemlich vielversprechend. Und wir haben auch eine ziemlich spannende Stelle aufgehört. Okay. Was ist Teslas Lieblingsband? AC/DC. Auch so. So doof fand ich den gar nicht. Huch. So, jetzt noch einen schönen Cliffhanger fürs nächste Mal. Oh ne, da geht schon wieder die Grütze los, ne? Super. Krieg ich noch einen Cliffhanger? Speichersymbol, aber leider hat das nichts zu bedeuten. Das hatten wir nämlich damals auch und er hat uns trotzdem wieder zum Anfang des Kapitels geschickt. Das ist wirklich nur für die Checkpoints, falls man stirbt. Und das bedeutet, wir werden gleich sterben. Yay! Wer ist da? Bist du es, Nicola? Wer auch immer da ist, geh weg. Bin sehr beschäftigt. Aubrey, klingt, als bräuchtest du da oben etwas Hilfe mit den Gleichungen. Rose, du lebst noch. Hey, weißt du, du bist offensichtlich viel schwieriger zu töten als deine Schwester. Du bist nicht einmal 10% so gut wie Ada es war. Oh, keine Sorge, Rosie. Ich muss nicht so gut sein wie sie, um den Platz zurückzuerobern, den sie mir weggenommen hat. Alles, was ich brauche, ist etwas mehr Zeit und etwas weniger Unterbrechungen von den Verwandten verstorbener Leute. Warum hat Rose jetzt nicht einfach die Klappe gehalten? Wenn er nicht weiß, dass sie lebt, dann hätte er uns keine Viecher wieder zugeschickt, wisst ihr? Aber nö, sie hat anscheinend Bock drauf. Ada Wong, leider nicht. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Warum kann ich eigentlich keine Hebel ignorieren in diesem Spiel? Was ist denn falsch mit mir? Ah, sieh an.
Das ist eigentlich doof, ne? Wir müssen alles nochmal nachspielen, aber egal. Vor ein paar Minuten noch. Und wenn ich tot bin, höre ich auf. Spätestens. Ein Bauplan, der die Funktionalität des Tesla Towers an Bord der Helios detailliert beschreibt. Aha. Oh nein, das siehste? Genau deswegen hättest du die Fresse halten sollen, Rose. Genau deswegen. Jetzt geht's nämlich wieder los. Ist ja schön hier drin. Jumpscare? Nein. Tja, du kannst mich nicht aufhalten. Was machst du nun, hä? Tesla Tower. Oh oh. Wie kann Aube immer noch Türen kontrollieren, wenn er nicht mehr im Kontrollraum feststeckt? Ja. Ich sagte Stopp! Ich finde meinen Weg. Maybe. Okay, du hast gewonnen. Ich gehe wieder. Tschüss. Kann ich hier was machen? Moment mal. Ah. Die neueste App, genau. Hat ja Zeit genug gehabt, ne? Wahrscheinlich hat Benny die App für ihn gemacht. Ergibt doch alles Sinn. Hier, aber nicht weiter. Aber nicht weiter. Du hast die Tür vergessen, Edge. Ein Bauplan, der die interne Funktionalität des Tesla-Taus an Bord der Helios detailliert beschreibt. Cool. Oh, cool, wir sterben gleich, Leute. Okay, entweder er oder ich. Woo! Oh, oh, das war's. Falsche Richtung. Ich hätte nach links rennen sollen. Tja. Das war eine 50-50-Chance. Jetzt bin ich richtig hier. Cool, Max. Und ich bin weg. Das war's, Freunde. Das war's für heute. Ich höre an der Stelle auf. Wir werden das Spiel im nächsten Monat, ich werde es gleich eintragen, im nächsten verfügbaren Stream. Das ist leider erst nächsten Monat. Werde ich eintragen. Und dann sehen wir hier das Finale. Ja, und wahrscheinlich noch einige Fails. Ich bin gespannt. Ja, war cool auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Catherine am Anfang mal wieder super, super spannend. Der neue Content und alles drum und dran. Bin ich nach wie vor sehr gehypt. Das werden wir ja auch noch weitersehen. Und wie gesagt, zu Close to the Sun, das spielen wir, die letzten Kapitel, das spielen wir auf jeden Fall dann auch noch durch. Das war's. Ja, hat Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Interesse. Und wenn ihr möchtet, sind wir morgens jetzt nur wieder am Start mit der Akte X. Und mal wieder einen alten Fall raus. Auch wieder so schön in Nostalgie schwelgen. Und dann natürlich noch Witchill, The Longest Night. Auch da bin ich schon sehr neugierig darauf. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.